Also ich bin seit 10 Jahren aktiver Straßenkünstler, international. Sehr viel in Wien am Steffensplatz mit meiner Diablo-Show. Also das ist Diablo-Comedy. Und im Frühjahr und im Herbst bin ich in Wien und im Sommer zur Hochsaison mache ich seit 2 Jahren Festivals und Tour durch Europa und Amerika mit der Show. Außerdem bin ich Schauspieler, Ausgebildeter, aber das habe ich so inzwischen gemacht. Straßenshows mache ich seit 1999 und 2003 bis 2006 habe ich Schauspielausbildung in Wien gemacht und spiele jetzt im Winter teilweise Theater, wenn mit den Shows nichts ist, Outdoor. Ich bin relativ konkurrenzlos, was Europa betrifft, auf dem Straßentheater- und Straßenkunstsektor. Dadurch, dass ich es mir selber beigebracht habe, habe ich vor allem meinen eigenen Stil. Es gibt sehr gute Diablo-Spieler in Europa, die alle einen anderen Stil spielen. Und zwar alle den gleichen, weil sie es auf die gleiche Art lernen. Und dadurch, dass ich es mir ohne Videos und Lehrbücher beigebracht habe, habe ich einen eigenen Stil. Dafür kann ich Tricks nicht machen, die die machen können. Die können Tricks nicht machen, die ich machen kann. Es ist schwer zu sagen, wer da der Beste ist. Es gibt halt einen außer mir in Europa, aus Deutschland, der auch Shows auf der Straße mit Diablo macht. Und dann gibt es einige sehr gute Techniker, aus Frankreich vorzüglich, die jonglagemäßig meiner Meinung nach weit über mir stehen, aber nicht eine Show draus machen, sondern halt reine Varieté-Acts mit Jonglage. Und ich bin halt Outdoor-Diablo-Spieler, ich weiß genau, was spektakulär ist, was die Leute beeindruckt. Und das sind nicht immer zwangsläufig die Tricks, die am kompliziertesten sind. Weil das Hochwerfen zum Beispiel, 35 Meter hoch, ist in meiner Show verdammt hoch. Damit bin ich ziemlich alleine, aber ist jetzt für einen professionellen Jongleur nicht die größte Herausforderung, die höchsten Würfe zu schaffen. Das Publikum will es sehen, drum mache ich es. Und weil ich schon so lange mache, wird es extrem hoch, weil ich hochtrainiert bin, was das betrifft. Ich mache zwar auch technische Sachen mit 2 Diablos teilweise, die um einiges schwieriger sind, aber beim Finale wollen die Leute noch hoch. I see you, man. Yeah, everybody, come on. Good, 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 good. Everybody. Better, better, better. Very good. Ich würde gar nicht behaupten, dass ich ein enormes Selbstbewusstsein habe. Ich glaube, das ist auch, vielleicht habe ich gar nicht so viel Selbstbewusstsein und kompensiere das durch die Show. Oder ich zeige, die Rolle, die ich in der Show spiele, hat extrem viel Selbstbewusstsein. Und das ist wichtig, weil wenn du dir selber nicht sicher bist in dem, was du gerade machst, dann verliert jeder sofort das Interesse. Geht gleich weiter. Ja, es in den 10 Jahren mit den etwa 4500 Shows, die ich schon gespielt habe, sind extrem viele extreme Situationen passiert, ob positiv oder negativ. Es ist immer schöner, die Positiven zu nennen und davon passiert auch viel mehr und passiert viel öfter. Zum Beispiel, wenn eine Frau herkommt zu mir und sagt, sie hat zu studieren begonnen in Wien und hat keinen Anschluss an die Leute und ist extrem traurig gewesen und depressiv und wollte eigentlich schon wieder zurück in ihr Heimatland fliegen. Und dann hat sie meine Show gesehen und das hat ihr so viel Energie und Motivation gegeben, dass sie den ganzen Abend nur noch grinsend durch die Gegend gelaufen ist und Kontakte geknüpft hat an diesem Abend, die sie dazu bewegt haben, in Wien zu bleiben. Und wenn so eine kommt und einem das ein halbes Jahr danach erzählt und man weiß eigentlich gar nicht, die sagt auch, sie hat mit einem geredet nach der Show und man weiß eigentlich nicht mehr, wer das war, aber es ist irrsinnig schön, solche Momente dann zu erleben, wenn einem sowas gesagt wird. Zum Glück ist noch nie was Tragisches passiert, sozusagen. Ja. Abgesehen von einer Knarre, die mir mal vors Gesicht gehalten wurde. Aber er hat nicht abgedrückt, wie man sieht. Also es war in Amerika, da habe ich Scherze über die Tochter eines Typen gemacht, die hier in Europa sehr gut verstanden werden.
Also es war ein lautes Kind in der Show und ich habe hingeschrien, shut up, this is my show. Und hier in Österreich und in ganz Europa lachen die Leute drüber und dort hat der Vater die Puffen aus der Tasche gezogen. Aber ich habe ihn gleich beruhigt und habe gesagt, sorry, und das war nicht ernst gemeint, das ist ein Teil der Show. Und er hat sich auch entschuldigt nachher. Also, ja, mein Herzenswunsch in Bezug auf mein Schaffen. Lass mich kurz überlegen. Ich möchte, dass mir nicht langweilig wird. Ich möchte kreativ bleiben in meinem Schaffen und nicht an einen Ort gebunden sein, weil das meistens die Kreativität zerstört, wie bei manchen Straßenkunstgruppen in Österreich, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, die einfach zu lange und immer nur auf demselben Platz mit genau derselben Show arbeiten und das wird dann anstrengend. Und denen geht natürlich die Energie aus und das möchte ich nicht, dass mir das passiert, bitte.